Was Neues aus dem Hause Haribo? Die Golalas. Was das genau ist, probieren wir und erfahrt ihr im Video. Willkommen bei der Foodschau. Ich habe für euch Haribo Golalas. Ihr habt ja gerade Vorspann schon wieder gesehen natürlich. Die Golalas ist eine neue Haribo-Edition, die auch in den Handel kommt, in einer kleinen Version und nicht in einer 1,35-Kilo-Packung. Obwohl ich glaube, dass sich diese Packung auch verkaufen würden, wenn man die in den Supermarkt stellt und die einen guten Preis haben. Im Großhandel habe ich bezahlt, glaube ich, 3,50 Euro plus Steuer. Muss man mir noch draufziehen. Also irgendwas um die 4 Euro in den Dreh, 4, 5 Euro. Aber ist ja völlig okay für die Größe. Ob ich die alleine aufesse, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich werde sie probieren. Ich werde mir ein bisschen was abfüllen. Der Rest geht ins Büro oder meine Freundin nimmt sie mit in die Uni für ihre Studenten. Ja. Aber das ist es halt. 150 Stück sind ja drin. Ihr kennt sie noch aus den Bäckerszeiten. Da gibt es immer das für die süßen Tüten. Da wird das immer aus solchen Boxen genommen. Da sehen die auch manchmal, früher war die, glaube ich, auch noch quer und alles. Ja, was ist hier drin? Drei verschiedene Koalas sind hier drin. Ich kann euch das hinten auch nochmal zeigen. Es sind Kolalas natürlich. Fruchtgummis mit Cola-Geschmack. Natürlich, darum auch Kolalas. Es soll natürlich Koala-Bärchen sein mit Cola-Geschmack. Es ist natürlich auch Gelatine drin. Das ist bei Haribo ja fast Standard. Also wenn es Veggie, gibt es nicht so viel bei Haribo momentan. Ja, es ist Apfelsäure, damit sie natürlich auch schön süß sind. Karotte, schwarze Johannisbeere, Hibiskus, ist auch schön, Hibiskus, Apfel und ein Überzug aus irgendeinem Wachs. Ich will es jetzt nicht falsch aussprechen. Es ist ein Überzug drüber. Naja, es sind also saure Cola-Fläschchen sozusagen, aber hier halt als Koalas mit einem zusätzlichen Geschmack. Wir gehen in die Nahaufnahme, ihr guckt sie euch einmal an, die drei Stück, wie sie aussehen. Lest die Zutaten und Nährwerte nochmal selber. Nährwerte habe ich euch gar nicht gesagt, 349 auf 100 Gramm. Wieder kann es gerne einer umrechnen und in die Kommentare schreiben, wenn es einer von euch überhaupt macht. Das ist hier eine andere Geschichte. Gerne ohne Taschenrechner ausrechnen, wie viel Kalorien diese ganze Box also hat, mit 1,35 Kilogramm. Ja, und wir sehen uns gleich wieder und probieren sie. Und bis gleich. Und jetzt schauen wir uns die Haribo Golalas einmal an. Und hier sind sie. Das sind also die kleinen Koala-Cola-Süß-Sauer-Kombinationen. Es gibt drei verschiedene hier drin. Es sind drei verschiedene Geschmackssorten sozusagen. Oh, Zutaten, ja, ihr seht ja auch diese riesen Zuckerschicht, die sich nach unten schon abgesetzt hat. Aber hier seht ihr jetzt einmal, was da so drin ist. Mit den Nährwerten auch perfekt im Video. Dann brauche ich nicht hier rum und her drehen. Ja, 1,3 Kilo sind das. Ah. Und die probieren wir jetzt auch. Also ab in den Golalas-Test. Und wir sind ich habe zu viele Videos gedreht, muss man sagen. Das ist gerade, glaube ich, mein 11. Video, was ich gerade heute für euch drehe. Hier ist danach auch Schluss mit Videos drehen, erstmal für die nächsten Tage. Ja, wir probieren die Golalas einmal aus. Es riecht einfach typisch für mich. Das ist eigentlich so ein Kindheitsgeruch, wenn man diese süßen Tüten sich gekauft hat und da waren diese Cola-Fläschchen mit drin. Dieser leicht künstliche Cola-Geruch, der aber einfach zur Kindheit, finde ich, dazugehört. Ja, die Golalas, da sind sie, sind auch, finde ich, süß designt. Wir können auch nochmal so machen, dann seht ihr das, glaube ich, nochmal ein bisschen besser. Ja, und wir probieren direkt mal eins aus und wir gucken mal, ob die schön sauer sind und ob die auch gut nach Cola schmecken. Konsistenz finde ich sehr, sehr gut. Die sind schön weich. Ich hätte sie fester erwartet gerade. Leicht sauer. Nicht so extrem wie Apfellinge oder Apfelringe. Mich wundert, es gibt ja Apfellinge von Stork und von Haribo sind es, glaube ich, die Apfellinge. Oder Trolli und Co., die alle heißen. Das war jetzt gerade die helle Version. Dezent nach Cola, ist aber noch der süße Geschmack der Frucht mit bei, die da mit reingemischt ist. Das müsste jetzt tippe ich mal Cola Orange sein. Mhm. Boah, ist ja so viel zu tun. Ich habe so viele Süßigkeiten heute schon gegessen. Ich habe keinen Bock mehr. Auch gut, ich habe eigentlich gar keinen Bock, jetzt gerade den roten noch zu probieren. Ach. Naja, komm.
Habe ich alle probiert. Ihr könnt ja nichts dafür, dass ich über 10 Videos gedreht habe und jetzt keinen Bock mehr habe auf was Süßes. Ah, geschafft. Also, schmecken. Da war es jetzt nochmal sauer. Schmecken nicht so intensiv wie die Cola-Flaschen von Haribo, muss man sagen. Ist ein viel feinerer Geschmack. Sind aber auch extrem weich. Auch nicht so weich wie Apfelringe und Co. Hat eine eigene Konsistenz, ein bisschen weicher insgesamt. Die Frucht, die dabei ist, die oben noch extra diese Verfeinheit mit dran ist, ist aber ganz sinnvoll, weil es mal was anderes ist. Es hebt sich damit wirklich ab von den Standard-Cola-Fläschchen. Muss ich aber im Verhältnis sagen, wird nicht meine Lieblingsversion, würde ich mir vielleicht nochmal kaufen, aber nicht zwingend. Hoffe ich, dass ich es bald in der kleinen Tüten auch in den Handel schaffe, wenn ich mir so eine große Packung im Großhandel kaufen. Aber sind lecker, kriegen von mir 3,5 von 5. 3,5 von 5, eine 4 ist es nicht ganz, also es ist eine gute Bewertung noch, aber sie sind halt nicht so, wie ich sie erwartet hätte. Ich hätte die Cola richer erwartet, hätte auch mit der Frucht funktioniert. Riechen aber mehr nach Cola, als was die am Ende schmecken. Trotzdem lecker. Könnt ihr bald ausprobieren. Die Colalas von Haribo. Ich sag jetzt danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Kommentare. Auch über den Daumen oben, wenn euch das Video gefallen hat. Macht gerne die Glocke an. Abo hier, Abo da. Gerne eins der beiden anderen Videos schauen. Wir sehen uns in eins der nächsten Videos bei der Foodshow. Und ich und die Colalas sagen bis bald. Danke fürs Zuschauen.